Okay, Leute von heute, weiter geht's mit dem nächsten roten Stein bei LEGO City Undercover und zwar einer der geilsten überhaupt. Unbesiegbarkeit, ja, wer wäre das nicht gerne? So, hierfür müssen wir uns nicht mehr in ein Level begeben, weil die hatte ich ja jetzt schon alle durch. Jetzt heißt es, die meisten roten Steine oder alle roten Steine findest du jetzt eigentlich auf der Karte. So, und dann müssen wir uns erstmal ein bisschen bewegen und zwar Richtung King's Court. Das befindet sich hier unten, ich habe das schon mal markiert, mal gucken, wo ich da lang muss, ne? Und ja, volle Fahrt voraus. Na, düse ich mal kurz hin. Normalerweise beame ich mich ja immer sofort dorthin, ne? Teleportiere mich dorthin, aber es gibt da keine Möglichkeit dazu. Deswegen muss ich da hinfahren. Aus dem Weg, ihr Verrückten. Also Jetpack, also hier, wie heißt das Jetpack? Hier so Booster ist ja gar nicht verkehrt, ne? Aber irgendwie bringt das kaum was. Wow. So, dann müssten wir eigentlich schon hier sein im King's Court. Genau. So, und dann Augen aufhalten. Augen auf beim Vorwärtslauf. Hey, schau doch mal ab. Das wird sicher Ärger geben. Frage ist nur für wen. Genau, und da sind wir schon richtig. Jenny's Diner. Da sind wir richtig. Jetzt muss ich bloß ein bisschen gucken, wie ich da hochkomme. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich würde mal meinen, benutzt mal lieber den Astronauten mit dem Jetpack, okay? Weil so kommst du nämlich hier ganz, ganz locker hoch. Alles klar? Also ich weiß jetzt nicht, so wie es aussieht, gibt es hier noch andere Wege hier dorthin, aber mit dem Jetpack, hast du ja gesehen, geht es auf jeden Fall einfacher. So. Achso, genau. Und du brauchst Rex Fury. So wie es aussieht, habe ich ganz vergessen zu sagen. Rex Fury kriegst du auf jeden Fall in dem letzten Level der Story. Und wenn du den hast, kannst du natürlich so Sachen hier aufreißen, ne? Das kann nur er. So, und. Aber da muss man sich mal wundern, ne? Einer der dicksten Steine sind so einfach hier versteckt, ne? Und da haben wir. Der nächste rote Stein. Unbesiegbarkeit. Und da wir ja schon in der freien Welt sind, denke ich mal, kann ich auch schon mal nachgucken. Unbesiegbarkeit. Alles klar. Unbesiegbarkeit bedeutet nicht nur, dass man unbesiegbar ist, sondern auch, wenn man irgendwo runterfällt, ne, ist klar, dann sind die ganzen Stats, die man gesammelt hat, auch weg, dadurch nicht mehr. Okay, also du bist dann mit Unbesiegbarkeit wirklich in jeglicher Hinsicht safe. Okay, ja, das war auf jeden Fall einer der dicksten roten Steine. Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht brauchst du unbedingt den Dingensbummens, den Astronauten. Irgendwie muss man da auch so hochkommen, aber ich sag mal so, wenn du Rex Fury brauchst, dann hast du auf jeden Fall auch den Astronauten. Also sollte das kein Problem sein. Ja, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.